amma ba. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Erstmal ein Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime. Wieder eine Gelegenheit, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen und unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dass Allah Azza wa Jal uns insha'Allah ta'ala nur mit einem Nutzen aus dieser Sitzung herausgehen lässt und er uns in dieser Zeit die gesamten Sünden vergibt. So gnädig ist Allah Azza wa Jal, so gnädig ist Allah Azza wa Jal. Und deswegen vermehrt die Sitzung, wo ihr den Namen Allahs Azza wa Jal und den seines Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, so dass Allah subhanahu wa ta'ala erstmal eure Sitzung segnet und zweitens, dass ihr Lohn bekommt. Denn Yawmul Qiyamah werden wir für alles bereuen, was uns keinen Nutzen gebracht hat. Liebe Geschwister, heute insha'Allah ta'ala mit einem etwas anderen Thema, auch ein wichtiges Thema, ein Thema, welches uns insbesondere aufzeigt, wonach Menschen eigentlich suchen in der Religion. Es gibt Leute, die wollen sich ihre eigene Religion zusammenbasteln. Und wären da nicht die Gelüste, wo sie sich selber etwas für erlaubt erklären, würden sie nicht mal eine Beziehung zur Religion haben, obwohl ihre Gelüste an dieser Stelle nicht umgesetzt werden dürften. Aber es gibt tatsächlich Leute, der sucht in dem Weg, den er angeblich beschreitet, um angeblich Allah Azza wa Jalla näher zu kommen, er sucht darin nur seine Gelüste. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, in der Surat Al-Fatiha, und wir alle lesen sie, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Leite uns, was? Sagt es mir, liebe Geschwister. Den geraden Weg. Ist der gerade Weg, was meinen Neigungen entspricht und deinen Gelüsten entspringt, bei Allah subhanahu wa ta'ala niemals. Sondern der gerade Weg ist der Weg Allahs Azza wa Jalla. So wie er ihn subhanahu wa ta'ala uns vorgezeichnet hat und wir ihn auch so beschreiten wollen. Und Allah Azza wa Jalla hat uns eine Antwort gegeben. Wer den geraden Weg beschreitet, er sagt uns, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين. Und wer Allah und seinen Gesandten gehorcht, das sind diejenigen, denen Allah Azza wa Jal seine Gnade erwiesen hat. Jetzt höre zu, unter den Sängern, unter den Schauspielern, unter den verdorbenen Leuten, nein, unter den Propheten als erstes, dann unter den Wahrhaftigen, dann unter den Märtyrern und zum Schluss unter den Rechtschaffenen. Das sind diejenigen, die den richtigen, den geraden Weg von Allah subhanahu wa ta'ala beschritten haben. Das ist auch die Erklärung bei Surat Al-Fatiha, was der gerade Weg überhaupt ist. Das ist der Weg, den diese Leute beschritten haben. Wie Allah azza wa jalla uns das als Erklärung in Surat An-Nisa gesagt hat. Daher sind wir angehalten, nicht unseren Neigungen zu folgen, nicht unseren Gelüsten zu folgen, sondern der Religion Allahs Azza wa Jalla. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt uns in Surat Al-Jathiyah, daraufhin haben wir dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf einen geraden Weg gebracht. Gerader Weg. Auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnte nicht machen, was er wollte. Daraufhin haben wir dich auf einen geraden Weg gebracht. Darum folge ihn. Was? Folge ihn und folge nicht den Wegen derjenigen, die ihren Gelüsten folgen. Und wie viele sind sie in dieser heutigen Zeit? Die Leute der Bid'ah, der Gelüste, Ahlul Ahwa wa Ahlul Bid'ah, sind zahlreich vorhanden.
so dass wir auch erlernen müssen, wie wir uns aus ihren Schlingen befreien, weil das sind Leute, sie wollen einen greifen und an sich reißen, auf dass man ihnen in ihrer Bidda, in ihrer Neuerung und in ihren Gelüsten folgt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dieses klar verboten. Darum ist es wichtig für dich und mich, dass wir einen geraden Weg beschreiten, den Weg, den Allah azzawajal subhanahu uns vorgezeichnet hat und den uns sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelebt hat. Höre, was Allah azzawajal sagt. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Und im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Warum nehmen wir ihn nicht zum Vorbild? Und bei Allah, wenn die Leute der Gelüste heute, befragt werden würden, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gemacht, was ihr macht? Es wäre schwer für sie, mit Ja zu antworten. Wenn du die Sufis fragst, die unnormal Tänze vollziehen und ganz merkwürdigen Dhikr machen, wenn du sie fragst, hätte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 Stunden wie ein Wahnsinniger seinen Kopf hin und her geschüttelt, wie du das machst. Wer würde Ja sagen? Nur einer, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtet. Wenn du heute die Leute der Bid'ah fragst, ist das erlaubt, dass wir Abu Bakr und Umar und Uthman und die ganzen Sahaba zu Kuffar erklären, würde er sich trauen, das neben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu machen? Würde sich ein Takfiri erlauben, neben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Takfir Leute vom Islam so auszuschließen, wie er es im Internet als Fake-Account macht? Würde sich jemand, der Joints raucht und Zigaretten raucht, würde er sich trauen, das neben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu machen? Die Leute der Gelüste sind viele. Die Leute der Bid'a, der Neuerung sind viele. Aber viel ist kein Maßstab in unserer Religion. Höre, was Allah azza wa jalla sagt. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Und wenn du den meisten, höre zu, wenn du den meisten der Leute auf der Erde folgen würdest, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie würden dich nur vom geraden Weg abbringen. Warum, ja Allah? Sie folgen nur, was? Sie folgen nur dem, wo sie versuchen, etwas abzuschätzen. Sie folgen nur dem, was sie vermuten. Und sie schätzen nur herum, keine Basis, keine Aqida, keine feste Aqida. Nur das, was sie an Übel darin praktizieren wollen. Und daher, liebe Geschwister, rufe ich euch und mich dazu auf, dass wir uns immer an Koran und Sunna halten. Wem es nicht gefällt, der soll an seinem Groll sterben. Der soll an seinem Groll sterben, wenn er uns sieht, dass wir uns an Koran und Sunna halten. Dafür müssen uns die Leute hassen, denn Allah Azza wa Jal hat uns das schon im Koran klar gemacht. Deswegen fühlt euch nicht als Fremde. Ihr seid nicht fremd bezüglich der Religion, denn religiös gesehen macht ihr nichts Falsches. Ihr seid Fremde, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, aus Sicht der Menschen, weil diese ein anderes Leben leben wollen. Welches Leben wollen sie leben? Sie wollen ihren Gelüsten folgen. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Und Allah möchte euch vergeben. Aber diejenigen, die euch in die Irre führen wollen, diejenigen, die vom geraden Weg abgeschweift sind, sie wollen euch zu diesem Weg bringen. Sie wollen euch von diesem Weg, dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, der Nähe Allahs azza wa jalla, der Liebe Allahs azza wa jalla, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur diesen Weg beschreiten lassen, sie wollen euch von diesem Weg abbringen. Deswegen produzieren sie die versauten Filme. Deswegen produzieren sie Musiklieder. Deswegen produzieren sie den Alkohol. Deswegen produzieren sie die Drogen. Deswegen
Wollen sie euch mit ihren üblen Nachrichten, mit ihren üblen Ideologien in die Irre gehen lassen. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Aber es bleibt, Allah möchte euch vergeben. Möchtest du die Vergebung Allahs, dann folge nicht den Abgeschwiffenen, den Abtrünnigen, den Liberalen sozusagen, das will man uns heute verkaufen, sondern folge Koran und Sunna, so wie es Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir vorgelebt hat. Liebe Geschwister, ein Thema, welches leider missbraucht wird von üblen Leuten mit üblen Herzen, die ich genau beschrieben habe am Anfang, sowohl der Leute der Bid'ah als auch der Gelüste, also beides in sich. Diese Leute missbrauchen Themen, die sie dem Islam zuschreiben, damit sie sich in ihrem Leben zufrieden fühlen. Und würden sie es wissen, aber sie wissen es nicht, warum, weil sie Unwissende sind, dann wüssten sie, dass nur die Befolgung von Koran und Sunna uns glücklich macht. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in Surat An-Nahl, und wer Gutes tut, sei er ein Mann oder eine Frau, bei uns spielt das keine Rolle, ob eine Frau Gutes tut oder ein Mann Gutes tut, wer Gutes tut, bekommt das Paradies. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, jetzt kommt die Bedingung, und er ist dabei ein Mu'min. Mu'min bedeutet, er ist dabei jemand, der nur der Religion des Islams folgt. Was ist die Konsequenz, ja Allah? Wenn wir diesen Weg befolgen, so werden wir ihm ein schönes Leben bescheren. Allahu Akbar. Dieses schöne Leben, das strebt man an, aber das wird man niemals erreichen, indem man sich von der Religion entfernt und angeblich aber die Religion praktiziert. Nein, das wird man nur erreichen, dieses schöne, zufriedene Leben, wenn man auch Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam ist. Niemand hat unsere Zufriedenheit in der Hand, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Thema ist heute Al-Mut'ah. Die Zeitehe. Wird sie praktiziert, Abul Bara? Sie wird praktiziert. Ich kannte sogar eine Person, A'udhu Billah, möge Allah Azza wa Jal uns vor dem Dalal, vor dem Irregehen bewahren. Er hat deswegen seine Richtung gewechselt, genau wegen diesem Thema, weil er sich der Prostitution genährt hat. Abul Bara, ist Zeitehe Prostitution? Wenn du mich fragst, was ist das Urteil von Mut'ah der Zeitehe, dann frage ich dich, was ist das Urteil von der Zina? Gibt es einen Unterschied? Und wir werden das hören, aber vorab, diese Sache ist verboten. Das sollen auch diejenigen mitnehmen, die nicht lange gerne bei uns drin bleiben, weil wir nicht dem folgen und sprechen, was sie in ihren Herzen haben. Liebe Geschwister, erstmal, was ist Al-Mut'ah? Die Gelehrten sagen, über die Mut'ah, also über diese bestimmte Form der Heirat, huwa an yatazawwaja ar-rajulu al-mar'ata ila ajalin mu'ayyan biqadarin ma'lum min al-mal. Das ist, dass ein Mann eine Frau heiratet, ist nichts Schlimmes. Abul Bara, verbietet ihr Salafisten jetzt auch schon die Ehe? Nein. Höre zu und nimm die 3 Kilo Krankheit erstmal aus deinem Herzen. Das ist, dass ein Mann eine Frau heiratet, jetzt kommt der Punkt, für eine bestimmte Zeit, eine festgelegte Zeit mit einem bestimmten Betrag. Wo ist das Problem, Abul Bara? Wir haben doch in der Religion zum Beispiel die Mahr, die Brautgabe. Das ist nicht die Brautgabe. Wir werden das noch hören und erfahren, was diese Zeitehe erstmal ist. Was heißt diese Zeitehe? Eine gültige Ehe bei uns im Islam ist, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei At-Tirmidhi, Abu Dawud und Abu Ya'la sagte, la nikaha illa bi waliyin wa shahidain. Es gibt keine gültige Ehe außer mit einem Wali und 2 Zeugen.
Hier versagt schon mal die Mutter, die Zeitehe, weil es weder einen Wali gibt noch zwei Zeugen. Das heißt, derjenige, der die Mutter macht, braucht diese Dinge nicht zu befolgen. Er hat weder einen Wali, das heißt, die Frau wird einfach so geheiratet, und noch hat er zwei Zeugen. Katastrophe. Diese Ehe ist sowieso ungültig. Sind das die Worte der Salafisten? Nein, das ist das Wort von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und Aisha radiallahu anha sagte, nur eine Prostituierte verheiratet sich selbst, das heißt ohne ihren Wali. Alles keine Salafisten, aber es gibt Leute, die mögen nicht die Religion, deswegen schreiben sie uns das zu, indem sie uns versuchen, als eine radikale Gruppe unter den Muslimen abzuspalten, damit die Leute denken, nein, 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 diesen Radikalen wollen wir nichts zu tun haben. Wallahi, morgen werden wir sehen vor Allah Azza wa Jal, wer radikal war oder wer sich nur an die Religion gehalten hat. Möge Allah Azza wa Jal uns nur auf dem geraden Weg befestigen. Also, kein Wali, keine Zeugen. Für eine bestimmte Zeit. Wie lange Abul Bara? Bestimmt 25 Jahre. Wenn du willst, mach 10 Minuten daraus. Abul Bara, was kann jemand für eine Absicht haben, der eine Frau für 10 Minuten heiratet? Frag dich selbst. Frag dich selbst, welche Absicht er haben kann. Ohne Wali, ohne Zeugen, für eine bestimmte Zeit, 10 Minuten, halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem, wie schön er sie findet. Und das meine ich nicht im Spaß, das meine ich so, wie es ist. Und dieser darf heiraten, wie viele er will. Abul Bara, im Islam sind doch maximal 4 Frauen erlaubt zu heiraten, wenn man auch bestimmte Bedingungen eingeht. Das stimmt. Wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, sind nur oder dürfen nur 4 Frauen geheiratet werden. Das stimmt. Bedingung, Bedingung. Aber es gibt Leute, die brauchen sich nicht an die Religion zu halten. Er heiratet einfach mal, wenn er will, 10, wenn er will, 20, wenn er will, 30. Abul Bara, was passiert nach der eine Stunde Ehe oder Prostitution? Sie ist geschieden von ihm. Er braucht nicht mal die Scheidung auszusprechen, weil es war sowieso nur auf eine Stunde angesetzt. Und hier müssen wir auch erfahren, liebe Geschwister, dass die Frau dann auch nicht beerbt wird von ihm. Sie hat gar keine Bedeutung. Verzeiht mir, das ist genau dasselbe. Und das sind nicht meine Worte. Urwa ibn Zubair, radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala, der Sohn vom großartigen Paradiesbewohner Az-Zubair, er sagte, das ist die Sinne, das ist die klare Sinne. Das ist wie wenn eine Person ins Bordell geht, praktisch für die Leistung, die er dort bekommt, eine Gebühr entrichtet, das ist genau dasselbe. Das ist Prostitution. Oder wie nennen wir das? Das wollen uns manche Leute als Religion verkaufen. Bei Allah, das wollen uns manche Leute als Religion verkaufen. Diese Mutter, diese Zeitehe ist, walhamdulillahi rabbil alamin, nicht bei allen Muslimen eine Sache, die sie praktizieren. Das praktizieren überwiegend die Rawafid. Die Rawafid, die sogenannten 12er Imamiyya, die mit dieser Ideologie sind, sie praktizieren diese Mutter. Und das ist nicht nur eine Angelegenheit bei ihnen, irgendein Thema, nein. Wenn man sie sieht, wie sie handeln, dann denkt man schon, dass das zu ihren festen Grundsätzen des Glaubens gehört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass man die Prostitution als Deckmantel für die Religion nimmt. Und diese Ehe ist ungültig. Und das mit Ijma aller Gelehrten. Auch für die Leute, die schon früher raus wollen. Mit Ijma aller Gelehrten. Das heißt, alle Gelehrten von Ahlus Sunnati wal Jama'a finden darin überein, dass diese Ehe ungültig ist. Aber Abul Bara, du sagst doch die Rawafid. Wen interessiert die? Wir reden nicht über abgeirrte Gruppierungen, die den Grad vom Kufr erreicht haben. Wir reden über Ahlus Sunnati wal Jama'a. Leute, die Religion ausleben, wie Allah Azza wa Jal Subhanahu es ihnen vorgeschrieben hat
und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam es ihnen vorgelebt hat. Daher, diese Sache ist sehr gefährlich. Und es gibt an Orten, es gibt Orte, liebe Geschwister, im Iran, da wird es natürlich vorwiegend praktiziert, aber nicht nur im Iran. Wie gesagt, überall, wo die Rawafid sind, das heißt im Iran, in Libanon, in Afghanistan, in Bahrain und so weiter und so fort, gibt es Hunderttausende von Fötussen, das heißt die, die gerade wenn die Frau schwanger geworden ist, die einfach mal so auf die Straße kommen. Das ist die Wahrheit. Diese Prostitution ist eine Sache, wofür sie Yawmul Qiyamah zur Rechenschaft gezogen werden. Und denkt nicht, dass das ein leichtes Thema ist. Nein, bei Allah, der Islam hat die Frau geehrt. Und das soll jeder wissen, auch an unsere nicht-muslimischen Zuhörer. Der Islam hat die Frau geehrt. Ich bitte euch, wenn jemand ins Bordell geht, verzeiht mir, und er zahlt eine Gebühr für seine Leistung, ist das Ehrung der Frau? Oder ist das nicht eine Diffamierung der Frau, dass man die Frau auf eine Art und Weise erniedrigt? Ja, das ist die Frage. Die meisten Frauen, die in solchen Lokalen oder an solchen Orten arbeiten, glaubt ihr, die tun das freiwillig? Wenn sie das freiwillig macht, dann, a'udhu billah, dann brauchen wir nicht über so ein Monster zu sprechen. Wir reden über die normalen Frauen, die dort arbeiten. Das ist keine Wertschätzung der Frau. Denn der Islam hat uns geboten, dass wir, schaut mal, mit einem Wali heiraten, das heißt der Vormund für die Frau, das ist in der Regel der Vater, dass Zeugen dabei sind, damit man auch das bezeugt, was dort ausgeübt wurde. Und nicht nur das, dass man auch heiratet, aus welchem Grund? Dass man mit der Frau bis zu ihrem oder seinem Lebensende zusammenleben möchte. Und ja, sogar, ich gehe noch weiter heraus, ich gehe sogar noch weiter hinaus, dass er sogar es begehrt, mit ihr im Paradies zusammen zu sein. Nicht alle, aber viele. Inshallah gehört ja auch dazu. So, das ist die Ehe. Du hast eine Bleibe, du hast Beständigkeit. Diese Art und Weise der Ehe ist von uns gewollt. Das heißt im Islam, die Frau ist ein Kleid für den Mann und der Mann ist ein Kleid für die Frau. Das heißt, sie wollen zueinander sich geborgen fühlen. Einer, der 10 Minuten eine Frau besucht, sucht er danach oder sucht er nicht mehr oder weniger, um sein Gelüst zu befriedigen? Natürlich das Zweite. Darüber brauchen wir nicht zu reden, liebe Geschwister. Und daher, diese Zeitehe, die sogenannte Al-Mut'a, sie wurde in der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufgehoben. Abul Bara, gibt es Urteile, die aufgehoben werden? Natürlich. Viele Urteile. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir? Allah subhanahu wa ta'ala, er hebt auf, was er will. Und er kommt mit etwas Besserem, was er will. Hat er nicht Ibrahim a.s. salatu befohlen, seinen Sohn Ismail zu schlachten? Aber ist es dabei geblieben? Nein. Allah a.s. hat das zum Schluss aufgehoben. Allah macht alles mit seiner Weisheit. Subhanahu wa ta'ala. Und als er das von Ibrahim gefordert hat, und Allah ist der Allweise, Allah wollte wissen, wem die gesamte Liebe Ibrahims gehört. Wer sein Herz von Ibrahim voll erfüllt. Und der Muslim ist eine Person, der Allah über alles liebt. Nichts kommt auf die Stelle zu der Liebe Allahs. Weder die eigene Frau, noch die eigenen Kinder, noch die Eltern, noch das Vermögen. Allah hat aber gesehen von Ibrahim a.s. und er wusste es am besten, dass Ibrahim a.s. ein gehorsamer Diener ist. Und so hat er es ihm wieder, und so hat er ihm diesen Auftrag, den er ihm ursprünglich gegeben hat, wieder erlassen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah
er legt auf, was er will, und er nimmt hinweg, was er will, und er erneuert, was er will, subhanahu wa ta'ala. All das passiert mit seinem Allwissen, liebe Geschwister. Aber wir müssen verstehen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat diese Art von Ehe, die sehr, sehr gängig war, in der Zeit der Jahiliyyah aufgehoben. Alayhi as-salatu wassalam. Aber das hat manche Leute verunsichert. Und wir kommen dann zu den Beweisen, bi'idhnillahi as-samii' al-alim. Später gab es viele Schlachten, in denen es lang andauernde Kriege gab. Das heißt, die Kriege haben sich verlängert und vermehrt. Also gab es Zeiten, wo die Männer nicht ihren Gelüsten nachfolgen konnten. Und so hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihnen das für eine bestimmte Zeit erlaubt, aber dann hat er es komplett verboten. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hat ein Kapitel in seinem Sahih, in seinem authentischen Hadithwerk. Dieses Kapitel nennt er Babu Nikahil Mut'a wa Bayani annahu ubiha thumma nusikha thumma ubiha thumma nusikha wastaqarra tahrimuhu ila yawmil qiyamah. Er hat ein Kapitel, wo er beschreibt, hört zu, liebe Geschwister, und lasst uns die Zahlen, Daten, Fakten anhand der Gelehrten und den Beweisen auch ergründen. Damit wir auch denjenigen, die auf dem Irrweg sind, wie die Rawafid, dass sie davon ablassen. Und ich sage ganz klar, nicht alle Schia praktizieren das. Die Saidiya praktizieren das nicht. Soweit ich weiß, auch die Ismailiya praktizieren das nicht. Wer praktiziert das im Insgeheim? Die Rawafid. So. Imam Muslim schreibt in seinem Kapitel über die Zeitehe, über die Mut'a, dass diese erstmal erlaubt wurde, dann wurde sie aufgehoben, dann wurde sie wieder erlaubt und dann aufgehoben und dann war das Verbot fest. Bis Yawmul Qiyamah. Abul Bara, Imam Muslim, gut und schön, sein Name ist auch schön, klingt vertrauenswürdig, aber er reicht mir nicht. Ich brauche Beweise. Dann höre diese Beweise. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwar wurde berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes getan hat, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, rachasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtas fil mut'a thalathan thumma naha anha. Es wurde berichtet an Iyas ibn Salama berichtet von seinem Vater, dass dieser sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, hat die Mut'a, die Zeitehe, erleichtert, bedeutet erlaubt, im Jahr von Autas. Im Jahr von Autas bedeutet im achten Jahr nach der Hijra, liebe Geschwister, von Hunain. Nach der Schlacht von Hunain. Hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erstmal erlaubt. Das ist die eine Überlieferung. So. Das ist das Problem, das wir immer euch sagen. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, der Manhaj ist, dass wir alle Beweise zusammenbringen und dann ein Urteil daraus ableiten. Aber dass man einen Beweis nimmt und Tausende lässt, so sind viele Sekten entstanden. Die zweite Überlieferung ist auch bei Imam Muslim gesichert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya ayyuhan nas, inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna allaha ta'ala qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah. O ihr Menschen, sprach der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu den Leuten, ich habe euch früher den Genuss mit den Frauen erlaubt, das heißt Al-Mut'a. Und Allah hat wahrlich diese Mut'a verboten, höre zu, bis Yawmul Qiyamah. Bis was? Bis Yawmul Qiyamah. Wisst ihr, was das sehr, sehr Erstaunliche ist? Dass die Rawafid, die Ali als Führer sehen, dass sie das trotzdem praktizieren, obwohl Ali radiallahu an auch selber dieses von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam überliefert hat. Und zwar in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi wa an Aliyin
ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، اسمع يا شيعي، نهى عن متعة النساء وعن اللحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. علي بن أبي طالب بغشتت dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Zeitehe, die Mut'a und den Verzehr von Fleisch domestizierter Esel zur Zeit von Khaybar verboten hat. Was hat er verboten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Mut'a, die Zeitehe und den Verzehr von einem domestizierten Esel. Was ist ein domestizierter Esel? Das sind, liebe Geschwister, häusliche Esel, diese waren aber ursprünglich anderer Natur. Das heißt, sie waren wilde Tiere, aber im Laufe der Zeit hat man sie sozusagen umerzogen. Hat man sie sozusagen umerzogen, so gezüchtet, dass sie danach häuslich wurden. Dieses hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Und diese Esel waren dann auch nutzbar für die Menschen gewesen. Aha, jetzt haben wir hier gehört, dass Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda selber berichtet hat, dass die Mut'a verboten ist. Wie könnt ihr euch dann noch trauen, die ihr behauptet, Ali radiyallahu anhu zu folgen, dass er keine Bedeutung hier mehr für euch hat, weil es hier um euer Gelüst geht, das wissen wir. Na? Und daher, liebe Geschwister, es ist klar, dass hier ein Ijma' herrscht. Ein Ijma' bedeutet, alle Gelehrten von Ahlus Sunnati wal Jama'a stimmen darin überein, dass diese Mut'a verboten wurde bis Yawmul Qiyamah. Und so sagt Al-Qadi Iyad, rahimullah ta'ala, er sagt, ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه. Er berichtet, Al-Qadi Iyad rahimullah ta'ala, es hat sich bestätigt, dass die Zeitehe erstmal erlaubt war am Anfang des Islams, daraufhin ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه dann hat sich durch authentische Beweise bestätigt, dass dieses aufgehoben wurde, das Urteil. Und dann hat sich auch der Ijma festgelegt. Dann hat sich auch der Ijma festgelegt. Also verstehen wir hier, dass die Angelegenheit nicht ist, dass ein Gelehrter sagt, das ist verboten. Nein, 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 nein. Wir haben die Hadithe. Es war erlaubt, dann wurde es verboten. Dann wurde es wieder für ein paar Tage erlaubt. Das heißt, in der Zeit, wo viele Schlachten stattgefunden haben, länger dauernde Schlachten stattgefunden haben, aber dann wurde es für immer verboten. Und dieses Verbot ist bei Ahlus Sunnah wal Jama'a ein Dalil. Ein Beweis. Wir wissen, dass manche Leute nicht nach diesen Grundquellen gehen. Wir haben unsere Grundquelle, den Koran, und wir haben unsere Grundquelle, die Sunna, und wir haben den Ijma'. Und der Ijma', liebe Geschwister, wenn ihr seht, dass Leute den Ijma' missachten, dann wisset, das sind Leute der Irre. Und so gibt es viele heutzutage, auch komische Prediger. Ja, der Ijma' ist für mich, für dich, wer bist du? Die Salaf haben diesen Ijma' festgelegt und überliefert. Und dieser Ijma' ist nicht nur von Al-Qadi Iyad überliefert worden, sondern von vielen Gelehrten. Ich habe es jetzt aufgrund der Zeit kürzer gehalten, liebe Geschwister, aber viele der Gelehrten haben diesen Ijma' übertragen. Tayyip. Worauf stützen sich die Rawafid Abul Bara, diese eine Gruppierung von den Schia? Nochmals, nicht alle Schia praktizieren das. Man muss immer gerecht sein in dem, was man sagt. Worauf stützen sie sich überhaupt? Sie stützen sich insbesondere auf eine Ayah in Surat An-Nisa, in der Ayah 24, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَا اسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, von den Frauen, denen gibt ihren Lohn als Pflichtteil. So, was haben sie darunter verstanden? Ah, welche von ihnen ihr dann genossen habt. Der Genuss, Geschlechtsverkehr ist Genuss, gar keine Frage. Aber dann haben sie gesagt, hier ist doch bestimmt,
Wir wollen das auch so. Damit gemeint, dass wir nach dem Genuss ihnen eine Gebühr geben und dann ist gut. Ihr solltet wissen, die Sache mit der Mutter ist folgendermaßen. Wenn eine Frau sozusagen per Mutter heiratet, per Zeitehe heiratet, für eine Woche, dann bekommt sie ja eine Gebühr. Nehmen wir mal an, dass sie 700 Euro bekommt. So, das ist die Gebühr, die sie bekommt. Aber wenn diese Frau jetzt 3 Tage nicht zur Verfügung stand, mal angenommen, sie war krank oder verhindert oder Umstände, dann bekommt sie nicht mehr 700 Euro. Dann bekommt sie nur noch den Betrag abgezogen von den Tagen, an denen sie nicht dienstbar war. Bedeutet in dem Fall, wenn sie 3 Tage davon verhindert war, 400 Euro. Das ist die Gebühr. Und da soll man von Respekt über Frauen reden, möge Allah uns bewahren. Taib, sie haben diese Eier genommen. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gibt ihren Lohn als Pflichtteil. Das ist in Surat An-Nisa 24. Das Problem ist, dass diese Leute nicht lesen. Das ist so wie die Takfiris, die lesen und diejenigen, die nicht mit den Gesetzen Allahs Azza wa Jal regieren, so sind sie die Kafirun. Aber hätte er 1, 2 Ayat weitergelesen, so sind das nicht die Kafirun, sondern so sind das die Ungerechten und so sind das die Frevler. Naja, wenn Allah nicht immer Kafirun nennt, dann muss man doch auf den Gedanken kommen, es gibt auch andere Optionen, aber da hört es ja schon bei vielen Leuten auf. So, hier bezüglich dieser Angelegenheit, liebe Geschwister, haben sie einfach das aus der Ayah 24 genommen, aber sie haben nicht 2 Ayah zurückgelesen, da hat ja das ganze Thema angefangen. Allah sagt in Surat An-Nisa 22, und heiratet nicht Frauen, die vorher eure Väter geheiratet haben. Das heißt, Allah beginnt in diesem Kapitel im Koran mit den Frauen, die geheiratet werden dürfen und nicht geheiratet werden dürfen. Aha. Und heiratet nicht Frauen, in Surat An-Nisa 22, die vorher eure Väter geheiratet haben. Außerdem, was bereits geschehen ist. Gewiss, das ist eine Abscheulichkeit und ist etwas Hassenswertes und ein böser Weg. In 23, Surat An-Nisa 23, nennt Allah Azza wa Jal dann, ich nenne sie jetzt nicht alle, die Frauen, die verboten sind zu heiraten. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits und so weiter und so fort. Und dann kommt Allah Azza wa Jal auf die Ayah 24 und verboten weiter sind euch von den Frauen, die Verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Dies gilt als Allahs Vorschrift für euch. Erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt zur Ehe und nicht zur Hurerei. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, schaut mal, jetzt ist der Zusammenhang ganz anders. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, bedeutet, nachdem ihr mit ihnen eine Ehe eingegangen seid, nicht nur um euren Geschlechtsverkehr zu vollziehen, sondern mit den Regeln der Ehe. Ihr wollt bei ihnen bleiben und ihr habt Beständigkeit in der Ehe. Und das ist eine Ehe, die ihr bis so und so führen wollt, das heißt für immer. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gibt ihren Lohn als Pflichtteil. Lohn hier bedeutet Mahr, die Brautgabe. Ich komme dazu. Also sieht die Eier schon mal ganz anders aus. Anders als das, was die Rawafid sagen. Ibn Jarir, rahimullah ta'ala, das heißt At-Tabari, er sagte, وَأَوْلَ التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَهُ فَمَا نَكَحْتُمُوهُ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء. Er sagte, rahimullah ta'ala, der Führer der Mufassirin, die zutreffende der beiden Interpretationen von diesem Vers, er sagt, das, was jetzt richtig zu verstehen ist von diesem Vers, ist die Interpretation derjenigen, die ihn wie folgt auslegen, diesen Vers, was ihr von ihnen geheiratet und mit ihnen den ehelichen Verkehr vollzogen habt, so gibt ihnen ihre Belohnung die Mahr. So sagt At-Tabari.
Denn es steht der Beweis fest, dass Allah die Mut'a'e, höre zu, was At-Tabari sagt, denn es steht der Beweis fest, dass Allah die Mut'a'e, Zeitehe, verboten hat. Ah, jetzt haben wir genau das Problem von den Leuten der Bid'a. Was machen sie? Wenn ihre Beweise nicht reichen, dann spielen sie mit den Wörtern. Zum Beispiel kennt ihr die Qadianiyya, ich nenne sie nicht Ahmadiyya, weil, a'udhu billah, dieser Name gebührt ihnen nicht. Die Qadianiyya, was haben sie gespielt? Sie sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, er ist ein Prophet, aber der letzte Prophet können wir so nicht sagen, der letzte gesetzmäßige Prophet, dann spielen sie mit Wörtern. Dann kommen sie mit gesetzmäßigen Propheten, nur um ihren Shaitan, diesen Ahmad Mirza, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in der Dunya und Akhira geben, was er verdient, nur um ihn praktisch als Propheten den Muslimen vorzustellen. Seht ihr? Die spielen mit Wörtern. Ah, das Wort hier, Siegel der Propheten, Khatam, kann doch auch so und so bedeuten. Ja. Und du kannst auch mit einem Namen anders genannt werden. Wir wollen aber diesen Namen nicht nennen. Spielerei ist eine Sache und Verständnis der Salaf ist eine ganz andere Sache, liebe Geschwister. Und das haben wir hier. Die Ahlul Bid'ah spielen immer mit der Sprache, wenn sie keinen Beweis haben. Aber wenn auch die Sprache, und das ist eine wichtige Regel, die ihr euch merken sollt, wenn auch die Sprache manchmal etwas hergibt, dass man zwei oder drei Bedeutungen in einem Wort findet, dann geht es nicht darum, wie viel Bedeutung man findet, sondern was war das Verständnis der Salaf. Okay? Was war das Verständnis der Salaf? Wer danach geht, hat überhaupt keine Probleme. Zum Beispiel, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَى oder ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Daraufhin hat er sich über den Thron erhoben. Das Wort Stawa hat in der Tat mehrere Bedeutungen. Aber was war das Verständnis der Salaf? Dass sie gesagt haben, es könnte bedeuten? Nein, sie hatten alle eine einzige Ansicht, dass Allah Azza wa Jal sich über den Thron majestätisch erhoben hat. Schlusspunkt aus, fertig. Dann spielen die sprachlichen Bedeutungen gar keine Rolle mehr. So einfach. Wie soll es sonst sein? Bei uns kriegt ihr die Religion immer einfach überbracht, walhamdulillah, und braucht euch nicht mit Geschichtenerzähler rumzuschlagen, möchte gern Arabisch-Experten, die dann nur kommen, wenn ihnen das auch so passt. Daher, auch wenn man manchmal mit der Sprache spielen kann, was ist das Verständnis der Salaf? Und sie haben ein Ijma, wie ich es schon vorausgesagt habe, liebe Geschwister. Das heißt, nochmal für euch, dieser Vers, was ihr von ihnen geheiratet und mit ihnen den ehelichen Verkehr vollzogen habt, so gibt ihnen ihre Belohnung, bedeutet, ihr gibt ihnen die Mahr. Warum? Weil in unserer Religion ist es so, wenn du mit der Frau, die du geheiratet hast, den Geschlechtsverkehr vollzogen hast, dann hat sie das Recht auf die Mahr. Dann hat sie das Recht auf die Mahr. Deswegen, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, dann gibt ihnen ihren Lohn. Daraus wollten sie sozusagen wie eine Art Gebühr machen. Aber nein, dieses Wort Ujurahun, das heißt, ihr Anteil bzw. ihren Lohn hat doch auch Allah subhanahu wa ta'ala in der Surah Al-Ahzab in der Ayah 50, Surah 33, Ayah 50, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wo Allah azza wa jalla sagt, O Prophet, wir haben dir deine Ehefrauen erlaubt, denen du ihre Belohnung gegeben hast. Hier ist auch das Wort Ujur. Das heißt, was willst du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorwerfen? Dieses Wort wurde auch in einer anderen Stelle genannt. Das heißt nicht das, was diese Leute sich darunter vorgestellt haben. Und das Wort genießen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim genannt. Die Frau ist wie eine Rippe. Wenn du sie zu sehr versuchst, gerade zu biegen, brichst du sie. Doch wenn du mit ihr genießt,
genießt du sie trotz ihrer Krümmung. Aha, über wen redet Allah Azza wa Jalla hier? Über Zeitehe. Daher, liebe Geschwister, wundert euch nicht, dass manche Leute mit den Wörtern spielen. Aber wir wollen mitspielen. Wir wollen heute mit der Rawafid ein Spiel spielen. Welches Spiel? Selbst wenn sie rein hypothetisch recht hätten, dass der Vers über Zeitehe geht, so hören wir doch, was die authentische Sunna darüber sagt. Hören wir, was die authentische Sunna darüber sagt. Was haben wir gesagt? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Menschen, früher pflegte ich euch, die Zeitehe zu erlauben, aber wahrlich, Allah hat sie verboten bis zum jüngsten Tag. Und es gibt viele Überlieferer. Jabir und auch Ali ibn Abi Talib an die Rawafid. Nimmt ihr nicht mehr von ihm? Also, walhamdulillahi rabbil alamin. Was haben sie noch gesagt, liebe Geschwister? Sie haben gesagt, aber es gab doch Propheten, Gefährten, die Mut'a erlaubt haben. Ja, diese Prophetengefährten, brauchen wir auch nicht zu leugnen, sind zum Beispiel Ibn Abbas radiallahu anhu arda, den das Verbot nicht erreicht hat. Abul Bara, lass mal das russische Roulette, erreicht, nicht erreicht. Woher sind deine Beweise? Wir sagen euch diese Beweise. Ibn Abbas radiallahu anhu hat dieses Verbot nicht erreicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Zeitehe für immer verboten hat. Und das ist nicht nur in dieser Angelegenheit so gewesen. Auch als das Alkoholverbot war, gab es eine Person, Qudama, radiallahu anhu arda, und seine Ashab und seine Gefährten, die hat das Verbot nicht erreicht, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, es ist uns nicht mehr erlaubt, den Alkohol zu trinken, sondern sie haben Interpretationen hier durchgeführt und andere Angelegenheiten, wo manche Sahaba das Verbot oder Ähnliches nicht erreicht hat. Wo ist das Problem? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam muss nicht jedem Einzelnen ein Verbot mitteilen. Eigentlich, wenn er einer Person das Verbot mitteilt, dann ist das so. Und bis heute hat uns das überall erreicht, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, dass die Mut'a verboten ist. Und wo ist das Problem? Hat das jeden Sahabi erreicht? Nein. Deswegen schaut mal diese Rawafid, wie sie sind. A'udhu billah. Sie sagen Ibn Abbas, normalerweise 99,9% der Gefährten sind bei ihnen Kuffar. Aber auf einmal Ibn Abbas, ja, auf einmal, nur damit ihr seht, dass sie keine Religion haben, sondern dass sie Leute sind, die, wal'iyadu billah, nur nach Gelüsten und nichts anderes handeln. Und nach Gelüsten zu handeln mit gleichzeitig kranken Herzen ist eine sehr gefährliche Kombination. Möge Allah uns davor bewahren. Also, Ibn Abbas radiallahu anh, hat das für erlaubt erklärt. So, aber ihr Rawafid, Ali ist doch bestimmt bei euch besser, oder? Das bestätigt ihr doch. Bei Imam Muslim wird berichtet, an Aliin, annahu sami'a Ibn Abbas, يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية أزاكت علي رضي الله عنه أزاكت zu ابن عباس als hörte, dass ابن عباس bezüglich der Zeitehe nicht die Fatwa gab, die man eigentlich geben sollte, dann sagte er zu ihm langsam Ibn Abbas. Wer sagt das? Ali ibn Abi Talib zu Ibn Abbas. Langsam Ibn Abbas, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sie am Tage von Khaybar verboten, die Zeitehe, zusammen mit dem Verzehr vom Fleisch von diesen häuslichen Eseln. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Und ich sage noch mehr. Was Ibn Abbas damals erlaubt hat an Zeitehe, ist bei Allah nicht das, was die Schia heute praktizieren, die Rawafid. Rawafid, ich korrigiere mich, Rawafid, weil wir gesagt haben, nicht alle Schia praktizieren das. Wo ist der Beweis? Höre, was Ibn Abbas damals gesagt hat, was er erlaubt hat von der Zeitehe. وَرُوِيَ عَنْ Ibn Abbas شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَ لِلْمُطَّرِ إليه بطول الغربة ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. Es wird berichtet von Al-Baghawi رحمه الله تعالى in Sharh al-Sunnah,
dass Ibn Abbas radiallahu anh, in gewissem Maße eine Erlaubnis für diejenigen gab, jetzt höre zu, die aufgrund lang andauernder Ehelosigkeit dazu gezwungen waren, die lange keine Frau gehabt haben, die dazu gezwungen waren, eine Mutter-Ehe einzugehen. Dazu gezwungen waren. Aha. Ist es das, was die Schia, was die Rawafid heute praktizieren? Und dann nahm er diese Ansicht zurück. Wer? Ibn Abbas, nachdem ihm das Verbot überliefert wurde. Welchen Beweis habt ihr jetzt noch? Ibn Abbas hat aufgrund der Korrektur von Ali ibn Abi Talib dieses zurückgenommen. Und selbst das, was Ibn Abbas gesagt hat, nochmals, ist nicht das, was die Rawafid heute praktizieren. Und dann, wal-iyadu billah, weil sie Umar radiallahu anh sowieso hassen, sagen sie, Umar hat das verboten. Schaut mal diese Lüge. Schaut diese Lüge, liebe Geschwister. Wir haben eine klare Überlieferung bei Ibn Majah. Umar ibn al-Khattab, خطب الناس فقال. Er hat einmal eine Predigt gehalten an die Menschen und sagte, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المطعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. Er sagte, Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, der Gesandte Allahs Azza wa Jal erlaubte uns die Mutter, das war ganz am Anfang, für drei Tage. Danach aber verbot er sie, das heißt für immer. Bei Allah, wenn ich jemanden finde, der die Mut'a-Ehe eingeht, Umar meint die Sinne, die Mutter ist ja nichts anderes als die Sinne, während er verheiratet ist, werde ich ihn steinigen. Es sei denn, er bringt mir vier Zeugen, die bezeugen, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sie nach ihrem Verbot wieder erlaubt hat. Mit Umar war kein Spaß, radiallahu anh. Und hier, schaut mal, die kranken Herzen wollen das Umar in die Schuhe schieben, dass er es verboten hat. Umar hat nur das Verbot von Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, durchgesetzt. Er hat nichts von sich ausgemacht. Er hat es lediglich durchgesetzt, nichts anderes. Aber so spielen sie. Und An-Nawawi, rahimullah ta'ala, sagte, darin liegt die klare Aussage über das Verbot der Mutter-Ehe bis zum Tag der Auferstehung. Und daraus ergibt sich auch, dass die Aussage im vorherigen Hadith, er hat vorher einen Hadith genannt, wonach sie Mutter bis zur Zeit von Abu Bakr und Umar praktiziert wurde. Das heißt, es gab Leute, die haben von den Sahaba radiallahu anhum diese Mutter praktiziert zur Zeit von Abu Bakr und zur Zeit von Umar. Er sagt, An-Nawawi rahimullah ta'ala, so zu verstehen, das ist so zu verstehen, dass das aufgehobene Verbot, dass es aufgehoben wurde, das heißt, dass es nicht mehr erlaubt ist, die Mutter, sondern verboten wurde, einige von ihnen nicht erreicht hatte, wie zuvor erwähnt. Und dasselbe oder ähnliches schrieb auch Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala. Also halten wir fest, wo sind die Beweise derjenigen, die sagen, dass Mut'a erlaubt ist? Wal-iyadu billah. Im Iran, das habe ich mir sagen lassen, gibt es Bordelle, die mit dem Namen Aisha genannt werden. Qabbahahumullah wa dammarahumullahu subhanahu wa ta'ala ay al-rawafid. Allahumma amin. So ist das bei diesen Leuten, damit ihr wisst, wer diese Leute sind. Verdorbene Herzen und Befolger der eigenen Gelüste. Was soll daraus für eine Mischung entstehen? Und ihr seht, Ahlus Sunnati wal Jama'a versuchen immer mit Barmherzigkeit, die Leute von den Beweisen zu überzeugen. Aber wenn diese Leute, wal-iyadu billah, die auch bekannt sind, dass sie die Leute der Fitna sind, dann haben wir keine Barmherzigkeit mit diesen Leuten, weil sie schon klar gemacht haben, dass sie nichts anderes begehren, als diese Religion zu zerstören. Möge Allah Azza wa Jal sie zerstören. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.